Hey Skatfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Rocket. Das Highlight der letzten Woche, der Jackpot hat endlich die 50.000 Euro geknackt. Also satte Beute wartet beim Jahresturnier, doch der Weg dahin ist steinig und schwer, wie wir wissen. Ich habe es ja zum Glück schon geschafft, das heißt, ich spiele, wenn man so will, hier einen Tick weit außer Konkurrenz. Erstens habe ich natürlich hier die Seitenwette am Laufen, wer mich am Tisch schlägt, bekommt seinen Einsatz wieder und es gibt auch die Möglichkeit, noch mit einer weiteren Qualifikation ein paar extra Punkte im großen Finale schon zu erspielen. Also motiviert bin ich auf jeden Fall. Hier mein erstes Spiel, ein sehr guter Ansatz, bin allerdings leider nicht für Pik Hand ans Spiel gekommen. In Mittelhand hatte bei 20er Reizung ein wenig gezuckt, sich dann aber doch entschieden, das Ding durchzureizen. Man lässt so ein Spiel natürlich nur sehr ungern los, aber wenn ich jetzt nicht gerade einen Buben oder Pik Ass finde, dann kann ich natürlich auch nichts gewinnen, wenn ich höher reize. So habe ich jetzt natürlich auf jeden Fall eine starke Gegenkarte, auch wenn jetzt hier Karo Trumpf ist, wo ich nur drei Stück habe. Auf jeden Fall hat mein Partner ja den Kreuz Buben und ich öffne das Spiel mit meiner langen Farbe Pik. Und was wir hier sehen, Abwurf Kreuz Lusche, ist an sich ziemlich gut für uns, denn mein Partner, der Pik ja nicht so lange haben kann wie ich, kann jetzt das Ass rausnehmen und sollte einfach Pik zurückspielen, wenn er noch einen Pik hat, dann kann er, sofern er mehr als einen Trumpf hat, nach der ersten Trumpfrunde die Pik 10 hoffentlich überstechen. Soweit die typische Idee, der klassische Plan und auch der Grund, warum hier blank aufgespielt wird. Mein Partner wechselt allerdings direkt auf Kreuz, was auch prompt gestochen wird. Von daher muss ich jetzt und gehe ich davon aus, dass er keinen Pik mehr hat. Das kann man natürlich nicht immer ganz sicher wissen. Jeder spielt ja anders, aber wenn nicht gerade zwei Piken noch bei meinem Partner sind, dann sollte er die Farbe auf jeden Fall hinterhergespielt haben. Von daher, ich bringe jetzt die Pik 10, denn auf keinen Fall möchte ich, dass mein Partner jetzt nur noch den Kreuz Buben hat und dann nachher nur drei Augen oder so überstechen kann. Selbst wenn mein Partner jetzt Pik noch bedienen müsste, kostet es den Alleinspieler einen Trumpf. Aber dass er jetzt hier mit dem Pik König bedienen muss, das ist natürlich schon sehr unschön und sehr unerwartet. Auch warum hat er denn nicht im zweiten Stich einfach den Pik König hinterhergebracht? Hätte ich die Lusche oder die Dame vielleicht reingelegt und dann nach der gleichen Trumpfrunde wäre jetzt die Pik 10 übergestochen worden. Also schon nicht ganz optimal gespielt. Nun gucken wir mal, was der Alleinspieler hat, aber er zieht hier das Herz Ass. Das heißt, er wird wohl keinen Sechstrümpfer haben, sonst hätte er hier noch nicht von oben gezogen, sondern nur den Fünftrümpfer. Und da die Herz 10 bei meinem Partner ist, muss er dann eben die restlichen vier Herzen haben und die Kreuz Lusche. Das bedeutet, das Spiel ist so oder so zu schwach und kann nicht gewonnen werden. Das wäre dann wohl nur gegangen, wenn die Herz 10 jetzt blank gewesen wäre. Denn jetzt kann ich natürlich erstmal da ganz locker das Kreuz Ass reintun und jetzt meinen Partner hier in Szene setzen. Gut, an sich ganz egal. Vielleicht wäre es sogar noch präziser gewesen, jetzt Trumpf Lusche zurückzuspielen. Andererseits, der Überstich über die Trumpf 10 ist ja auch programmiert und Spieler 3 kann jetzt nur noch zwei Herzen haben. Also erstes Spiel nicht rangekommen, aber Kompensation, 40 Punkte und einer steht schon dick im Minus. Für den wird es jetzt gar nicht mehr so leicht, hier aus der Liste noch was zu machen. Aber er versucht es im zweiten Spiel gleich wieder. Gegen die 18 aus Mittelhand und ich selber habe ja auch noch mit dem Kreuz Ass und zwei Buben ein paar gute Karten in der Hand. Also schaue ich mal, ob Spieler 3 diesmal ein besseres Spiel auspackt. Überzeugt bin ich davon erst noch nicht, erst wenn ich es sehe. Ist auch eine sehr lange Überlegungsphase, scheint also wieder keine ganz leichte Geburt zu sein. Und dann Kreuz, habe ich 5 dagegen. Da geht es ja schon mit los und hier der erste Stich, gleich schon so eine Entscheidung. Trumpf Ass legen, um es zu sichern, oder doch nur den König. Ich entscheide mich hier doch für den König, denn ich glaube irgendwie doch noch nicht dran, dass der Alleinspieler jetzt hier eine erfolgreiche Gabel aufgebaut kriegt.
Und ja, Stechfarbe gleich gefunden, mit der Kreuz 10 gestochen, und jetzt hat, zu meiner Überraschung, muss man ja sagen, es kommt zumindest im ersten Moment unerwartet, mein Partner noch, sogar noch den Pik Buben. Also in dem Moment ist klar, ich hatte 5, mein Partner 2. Es ist also nur ein Viertrümpfer ohne 5, und der Alleinspieler hat jetzt auch nur noch einen Trumpf, und insofern übernehme ich jetzt. Karo Bube, Trumpf Ass ist hoch, aber auch Trumpf 10 und König sind weg. Also die Dame ist auch hoch, der Alleinspieler hat nur noch eine Lusche, und deswegen ziehe ich jetzt mit meinem kleinsten Trumpf ihm den letzten Trumpf ab, um damit meinem Partner ganz klar zu signalisieren: Ich habe jetzt die Trumpfübermacht, ich kann schon abziehen, behalte bitte deine Herzen, damit ich gleich dich mit Herz wieder einspielen kann. Aber dieses schöne Zeichen hat mein Partner hier nicht erkannt, er wimmelt, ja, vorschnell will ich mal sagen, das Herz Ass, nimmt jetzt den König und hat jetzt kein Herz mehr. Also schon nicht so besonders pfiffig hier gespielt, hat das nicht richtig erkannt, die Situation. Sonst hätte er jetzt noch ein Herz spielen können, auf den ich wunderbar meinen blanken Karo König wegschmeiß. Jetzt hängt es also ein bisschen davon ab, wie gut die Beikarte von Spieler 3 ist. Beim Viertrümpfer ohne 5 hätte ich ja erwartet, dass er mindestens einmal Ass 10 und noch ein Ass an der Seite hat und die Herz 10 offenbar gedrückt. Dann hätte er jetzt einfach die nächsten drei Stiche machen können und wäre Sieger. Aber so stark scheint es nicht zu sein. Er schnippelt hier noch auf die Karo 10, und das sehen wir ja, ich hatte nur den Karo König. Damit dürften wir das Spiel dann ganz leicht gegriffen haben. Da gibt es jetzt kein Vertun mehr, kein Zurück mehr, und die Pik Dame suggeriert auch schon, dass die Pik 10 dann noch bei meinem Partner ist. Das ist dann auch die Begründung, warum der Spieler hier geschnippelt hat. Er hat zweimal nur Ass, Doppellusche an der Seite. Gut, das war eine schöne Klatsche. Damit würde ich jetzt mal sagen, Spieler 3 ist schon mal raus, und das ist ja dann manchmal auch ein ganz gutes Zeichen. Jetzt gehen nämlich bei mir hoffentlich mal die guten Karten los. Drei Buben mit dem Herz Ass, also dieses Spiel will ich natürlich auf jeden Fall machen. Muss immerhin wieder gegen Spieler 3 noch 20 sagen, also der ist heiß auf den Skat, aber für 20 lässt er mich dann auch spielen. Ich finde den siebten Trumpf, hab ein solides Farbspiel, ein Grang ist das in Mittelhand natürlich nicht, wo mir beide Pikvollen fehlen. Beide Kreuzluschen gedrückt. Aus einer Farbe. In Karo fehlen mir jetzt sechs Karten, wo ich nur die Lusche habe. Da ist die Chance eines Überstiches geringer. Und das macht sich ja ganz gut an. Sieben Augen erst im ersten Stich. Hier sieht man allerdings, Trumpf steht zu dritt. Trumpf Ass blank ist jetzt gar nicht so optimal. Dann macht der Herz Bube einen Stich. Und naja, es geht ja natürlich jetzt hier nur noch um Schneider. Also ich biete hier den Karo Buben an, verbrenne quasi die zwei Punkte in der Hoffnung, dass Spieler 3 sich da beeindrucken lässt und vielleicht nicht wimmelt, sodass ich eine Schneiderchance gehabt hätte. Hat er aber erkannt, dass, wenn ich alle vier Buben habe, das Spiel wohl sowieso nicht nix geht. Also er wimmelt. Damit ist Schneider dann kein Thema mehr, denn es liegen jetzt schon 22 Augen. Bis Spiel 3 hier also alles optimal gelaufen für mich. Und jetzt kommt mein zweites Vorhandspiel. Wieder gar keine uninteressante Karte. Vier volle in den roten Farben, auch zwei Viererlängen. Also 18 habe ich da sogar mal mitgehalten. Hätte natürlich logischerweise schon passend finden müssen. Auf eine rote Karte und wenn es geht noch ein Buben für 18. Hätte ich das dann aber auch erhofft und erwartet. Bei 20 steige ich dann aus und gegen den Kreuz auf den langen Weg eine kurze Farbe, an sich optimal, wo ich auch nur einen Trumpf habe und haufenweise volle zum Wimmeln. Klar muss ik natürlich davon ausgehen, dass Pik auch die lange und starke Farbe des Alleinspielers ist, aber trotzdem ist die Chance im ersten Stich am besten, da schon was rauszulocken, und vor allen Dingen habe ich natürlich auch kein gutes Alternativausspiel. So, es fällt nach einiger Überlegung die Pik 7 von meinem Partner, und der Alleinspieler nimmt mit dem Ass raus. Also ich habe zumindest hier nicht irgendwas böswillig kaputt gespielt. Es wurde nicht mit dem König geschnippelt. Das ist ja schon mal erfreulich. Nach der Überlegungsphase kann ich mir gut vorstellen, dass mein Partner sowas wie
Pik 7 Dame König hatte. Das wäre eine klassische Variante. Vielleicht hat er aber auch wirklich nur 2 Pik und ich habe den Alleinspieler hier in seine starke Farbe gespielt. Dagegen spricht allerdings, dass er jetzt hier mit dem Kreuz Buben gleich von oben losmarschiert. Das könnte, und jetzt von unten, das könnte tatsächlich eher heißen, dass er seine Pik 10 vorm Abstich schützen wollte, und wenn das so war, dann hat er damit natürlich sich erst recht in die Nesseln gesetzt, denn die Trümpfe stehen sehr einseitig. 14 Augen für uns, Pik Dame, Pik 10 bestätigt mich in der Annahme, dass Pik König wohl tatsächlich noch bei meinem Partner sitzt, und jetzt spielt der Alleinspieler auch Fehl raus, also zeigt direkt, welche rote Faule er hat. Das bestätigt mich, dass Trumpf wohl sehr stark dagegen sitzt, könnten sogar 5 Trümpfe bei meinem Partner sein, und wenn das so ist, dann hat der Spieler wahrscheinlich Herz, Dame und ein Karo-Bild gedrückt und 2 rote Luschen in der Hand. Ich will dieses Risiko aber nicht eingehen, denn mein Partner wird noch genug Stiche machen, wo ich beide Karo-Vollen unterbringen kann. Also der Spielverlauf so wie jetzt hier geschehen, keine große Überraschung, und gegen eine so ungünstige Verteilung, Trümpfe sehr einseitig, Pik zu dritt und alle Vollen in der anderen Hand, das ist das Typische der Super-GAU, dagegen können sich die wenigsten Spiele wehren, wenn sie nicht deutlich stärker sind. Hier jetzt Pik Lusche Abwurf auf den Vorstich mit dem Trumpf Ass. Hätte der Alleinspieler natürlich auch noch mit dem Herzbuben rüberstechen können, dann hätte er links nur 13 Augen bekommen und dann keinen Stich mehr gemacht. So hat er immerhin noch Pik König mit der Trumpf 10 bekommen, also 14 Augen hat ihm natürlich auch gar nichts genützt. Also der zweite auch im Keller. Für mich könnte es mal wieder nicht besser laufen und habe jetzt wieder zumindest ein paar Volle dagegen, aber der Alleinspieler diesmal in Mittelhand gerang bei 18. Das bedeutet natürlich, dass unsere Chancen mutmaßlich nicht allerbestens sind. Auf Herz 7 kommt jetzt Abwurf Pik 7. Und irgendwie habe ich doch schon gedacht, vielleicht ist es doch kein gutes Spiel. Vielleicht sind es nur 2 Buben mit einer langen Farbe, Kreuz 4, 5 Mal und Pik Ass oder sowas in der Art. Und ich wollte jetzt, wo ich kein Herz mehr habe, den Alleinspieler nicht einspielen und entscheide mich hier für Karo unter meinem Ass. Und naja, wo der Abwurf Pik 7 ist, da war das vielleicht nicht so besonders weit gedacht. Herz wird ja schon gedrückt sein. Unwahrscheinlich, dass mein Partner ohne Reizung 5, 6 Mal Herz in der Hand hat. Sitzt der Spieler tatsächlich da in der bestellten Karo 10, hätte ich irgendwie, ja, wohl drauf kommen können, denke ich mal. Zumindest, das ist jetzt nicht optimal. War einfach jetzt Pik Lusche spielen, den Alleinspieler anspielen, im zweiten Stich in sein Pik Ass. Das wäre wohl cleverer gewesen. Jetzt scheint mir die Karte geklärt, also tatsächlich, so wie der Spielverlauf ist, traue ich meinem Partner durchaus noch den Pik Buben zu, und wenn das so ist, dann stand der Alleinspieler auf 2 Buben, den beiden Karos, Pik Ass Lusche und 4-mal Kreuz, also Kreuz Lusche definitiv jetzt hier ein Anpfiff, also ja, so war es, dann können wir das Spiel jetzt nicht gewinnen, wir können aber natürlich gut aus dem Schneider kommen. Und das muss man sagen, das habe ich hier mit diesem Zug im zweiten Stich verbockt. Wenn ich da tatsächlich Pik treffe, dann wird dieses Spiel wohl ganz automatisch verloren gehen. Pik 10 werde ich nach Hause bekommen, weil der Spieler einfach Trumpf zu kurz ist und Karo Ass und 10. Ich glaube, das hätte genau gelangt. Gut, hätte. Einmal schlecht getroffen, damit ist Spieler 1 wieder im Geschäft. Diese Karte jetzt im sechsten Spiel, die ist natürlich nichts. Ja, zeig dich, du Wicht, und da tut er es mit einem Grang. Also, wie immer so oft beim Skat, macht man nur einmal einen schlechten Eindruck oder schlechte Züge, dann kann das richtig beflügelnd wirken, beziehungsweise dann kann man damit einem Spieler Auftrieb verleihen, so wie jetzt hier Spieler 1, und dieser Gang ist jetzt offensichtlich besser, zumindest sind definitiv 3 Buben da.
Muss allerdings schon sagen, das sind so ein paar Züge, die mir hier gleich auffallen. Auch mit dem Karo Buben zu eröffnen, wenn man die drei unteren Buben hat, ist nicht unbedingt ideal, weil natürlich mein Partner Spieler 3 nach dem ersten Stich auch die Buben schon komplett verraten sind. Wenn da etwa liegt Pik Bube, Kreuz Bube, dann weiß mein Partner noch nicht zwingend, dass drei Buben beim Alleinspieler sind. Also es sind so kleine Feinheiten, die ich hier registriere, wo ich dann vermute, Spieler 1 ist noch nicht einer der allererfahrensten Skatspieler. Hat aber trotzdem diesen guten Gang locker mit 69 Augen gewonnen. Und macht jetzt hier das vierte Spiel hintereinander. Gut, der erste war verloren, der zweite stand auf der Kippe, den habe ich auf dem Kerbholz, wurde gewonnen, der dritte wurde auch gewonnen, jetzt kommt ein Herz wieder für eine 20er Reizung, also kleine Reizung. Gucken wir mal, wie der geht. Ich habe natürlich hier gar kein gutes Ausspiel. Aus der einfach bestellten Karo 10 ist nun auch alles andere als optimal, auch wenn mein Partner 18 gesagt hat, aber das kann auch komplett verkehrt sein. Mit Kreuz 7, 8, 9 kann ich mutmaßlich sowieso nicht viel bewegen, auch nicht schützen. Wenn mein Partner da nun zufällig auf Dame 10 steht, dann ist es eben so. Dann kann der Alleinspieler vielleicht schnippeln, aber das war hier offenbar nicht der Fall. Wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, nachdem danach Karo kommt, hat auf jeden Fall mein Partner 4 Trumpf dagegen, deswegen fällt jetzt erst die Trumpf 10. Karo 10 mag ich jetzt natürlich nicht spielen, auch wenn es den Alleinspieler kürzt, es ist aber mein einziger Voller. Vielleicht kann man sie trotzdem in den Ring schmeißen und dann hoffen, dass mein Partner tatsächlich auch das Ass dann aus eigener Kraft nach Hause bringt, weil er den Kreuzbuben hat. Ich habe jetzt mich aber dagegen entschieden und greife jetzt nochmal in Pik rein. Klar, wenn ich drei Kreuzen beim Alleinspieler vermute und vier Trumpf bei meinem Partner jetzt, also ein Fünftrumpf ist, dann wird der Alleinspieler zwei Piken haben und er hat Ass und 10 und damit ist das Spiel dann wohl ein bisschen zu stark für uns, denn mein Partner sticht die Pik 10. Ich habe den König nicht gelegt. Ich habe die Lusche noch bei meinem Partner vermutet. Denn, wie gesagt, drei Kreuzen traue ich dem Alleinspieler auch zu. Das war auch zu Recht, aber es war so ein starkes Spiel, dass der Alleinspieler sogar schon aus Ass 10 Lusche in Pik die Lusche mitdrücken konnte. Also Beikarte Ass 10, König Ass 10. Da haben uns jetzt die vier Trümpfe nichts genützt, beziehungsweise da muss man sagen, hätte Karo 10 dann doch einen deutlich besseren Eindruck gemacht, wenn ich die hinterherbringe. So, nun bin ich wieder dran bei 18, vier Augen in Pik gedrückt und den Grang mit 5 Vollen und 2 Buben. Der ist natürlich nicht hundertprozentig sicher, schon gar nicht in Hinterhand. Mit Kreuzbuben wird man ihn viel lieber spielen, aber er ist natürlich schon gut. Und der erste Stich, der Auftrag gelingt, hier Karo 10 wird gleich hochgespielt, damit ist das Spiel natürlich auf jeden Fall gewonnen. Ich gebe ja höchstens 3 Stiche jetzt noch ab, wenn ich nicht den Buben ziehe. Und jetzt zähle ich hier einfach mal präzise mit. 4, 18, 29. Will jetzt nicht gleich die Kreuz 10 spielen, weil die wahrscheinlich die Schneiderchancen in die Tonne tritt. Ich hoffe natürlich, dass die Buben verteilt sind. Mit dem Herz Ass habe ich jetzt 40 und der Plan ist, der finstere Plan, schon 61 zu erreichen, bevor, um dann zu versuchen, den Buben zu spielen. Also nach diesem Stich jetzt 54 und ja, jetzt eier ich halt so ein bisschen in meiner langen Farbe rum. Wenn ich jetzt hier ein Bild geschnappt bekomme von jemandem, der die Karte noch nicht komplett gelesen hat, dann wäre ich schon bei 61, kriege aber nur die Lusche, also 58, dann kann ich es mir nicht erlauben, schon den Buben zu ziehen, dann muss ich weiter Kreuz ziehen und mit der Dame habe ich jetzt 61 und auch wenn es natürlich nicht so aussieht, als ob die Buben verteilt sind, denn dann wäre sehr wahrscheinlich Kreuz Dame jetzt beschwert worden mit dem Vollen und gestochen worden mit Herz Buben, aber trotzdem kann ich es jetzt versuchen, ob die Buben verteilt kommen. Denn 61 habe ich schon liegen, sie kommen nicht verteilt, das ist dann kein Drama, denn gebe ich zwar einen Stich mehr ab als sonst, habe aber wie gesagt das Spiel gewonnen. Spiel 9,
Das sieht doch wieder sehr gut aus. Das sieht doch wieder wie ein Heimspiel aus. Und jetzt auch wieder eine typische Daniel-Findung. So kennt ihr mich, und das bringt mich trotz der langjährigen Erfahrung immer wieder zum Strahlen. Ja, man weiß ja gar nicht, was man drücken soll. Es geht schon nur um Schneider bei diesem Gang. Das wird wahrscheinlich so oder so gelingen. Ob ich jetzt 13 drücke, 10 oder jetzt 20. Ich entscheide mich jetzt hier mal für die 20. Klar, meistens kommt ein Ass raus. Wenn man vorher gewusst hätte, welches, wäre es leichter, aber genauso häufig kommt die Farbe dann auch hinterher. Und dann lasse ich hier mal die Karo Dame fallen, hoffe, dass hinten noch Herz bedienen muss oder nicht das letzte volle das Karo Ass hat. Da kommt die Lusche, also jetzt sind es 21 Augen. Das heißt, und es gibt, fehlt nur noch das Karo Ass, ist der letzte volle. Das wird jetzt natürlich hinter mir sitzen, deswegen muss ich hier die Karo Lusche stechen. Und wenn jetzt kein Kreuz abgeschmissen wird, dann könnte ich den Unterzug mit Kreuz 8 spielen, um mich gegen Kreuz 3 zu 1 zu wehren. Es wird allerdings Kreuz abgeworfen, damit ist der Unterzug obsolet. Wenn die drei Kreuzen jetzt noch in einer Hand sitzen, dann wird es den Stich geben. Wenn nicht, wenn sie artig verteilt sind, und das sind sie, dann gibt es keinen weiteren Stich. Und damit ein schöner Gang mit zwei Schneider, 96, da lacht die Koralle. Nach drei Vierteln mit einem kleinen Zwischenspurt wieder den Abstand hergestellt. 200 Punkte Vorsprung auf Spieler 1. So gehen wir in die letzte Runde. Spieler 3, der ja nun nach dem Auftakt wirklich völlig am Boden liegt, reizt hier immerhin noch das eine oder andere Spiel mal mit. Man sieht aber auch, und das ist ja auch fair und korrekt, nach so einem Auftakt lohnt es sich dann nicht mehr, die Spiele bis zum Anschlag durchzureizen. Und das tut er auch dann vernünftigerweise nicht. Auf 22 gepasst, von daher vermute ich schon, mein Partner könnte den Pik gereizt haben. Ich habe aber mit drei Trümpfen mit, die anderen Farben auch mit, also auch kein gutes, kein besseres Ausspiel, sagen wir so. Von daher Pik Ass in Ordnung aus meiner Sicht, auch wenn der Spieler jetzt gleich sticht. Jetzt kriegt er natürlich hier beide Trumpf voll nach Hause. Damit hat er natürlich jetzt schon offen gespielt, 35 Augen. Also wird wohl schwer, dieses Spiel anzugreifen, wenn die Beikarte nicht ein totaler Müllhaufen ist. So, das Spiel ohne 4 offenbar. Mein Partner spielt jetzt Trumpf rüber, damit sind die Trümpfe raus. Ich hätte natürlich lieber jetzt nochmal den nächsten Pik gesehen, um die Trümpfe bei uns zu trennen. Hätte wahrscheinlich auch nichts genützt, aber dass jetzt Trumpf hier von meinem Partner kommt, irgendwie schon das Zeichen, dass die Beikarte wohl auch gut genug ist, dass wir hier nicht so viel bestellen können. Ja, da kommt Karo Ass und 10. Jetzt Kreuz unter durch, also Kreuz Ass wohl noch bei meinem Partner. Das nützt uns aber nichts. Das Spiel wurde gewonnen. Herz ohne 4, nur ein 5-Trümpfer, aber es stand halt alles superartig. Trumpf 3-3. Karo war auch nicht alles dagegen, also leicht gewonnen und damit wieder ein bisschen Anschluss an meine Punkte von Spieler 1. Jetzt sind es nur noch 100 Punkte über den Daumen. Elftes Spiel. Ich habe so einen ganz dünnen Ansatz, sagen wir mal so. Erstmal zwei Buben, zwei Asse ist ja immer schön, aber jetzt reizen beide schon. Sogar Spieler 3, der völlig im Keller steht, hält hier noch 18, hat also auch was. Man kann jetzt überlegen hier tatsächlich, ob ich jetzt noch mit meinen knapp 500 Punkten dieses Spiel reiz, vielleicht auf Kreuz wenigstens, um den 0 zu heben. Aber ja, dann komme ich nachher ran und dann habe ich ein sehr, sehr schlechtes Spiel im Zweifel. Dann lasse ich doch bei den 20er Reizungen lieber Spieler 1 nochmal sein Glück versuchen, einen einfachen Karo hat er jedenfalls nicht, also dass er hier ein gutes Spiel, ein leichtes Spiel hat, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wahrscheinlich auch eher eine taktische Reizung, weil er mit seinen 350 Punkten jetzt natürlich auch nochmal Hopp oder Top spielen muss.
Was geht ab? Ein 0 geht ab, und das ist natürlich eigentlich gar nicht so überraschend, dass jetzt hier ein 0 gespielt wird. Mein Partner öffnet ziemlich flott mit der Herz 10. Und wenn die jetzt blank war von meinem Partner, dann haben wir das Spiel natürlich auf jeden Fall am Wickel, dann kriegen wir es auf Herz. Aber ich will natürlich noch mehrere Wege abdecken, war mir jetzt auch nicht ganz sicher, habe sogar überlegt, ob ich erst nochmal den Stich tauche, um meinem Partner die Chance zu geben, nochmal eine andere Farbe zu öffnen. Hab dann doch rausgenommen und denk mir so, vielleicht hat mein Partner ja noch einen zweiten Herz, Herz Dame oder so, den er loswerden möchte, und der Spieler sitzt auf 8 Bube oder so. Von daher greife ich jetzt mal hier auch unkonventionell in die lange Farbe, nach dem Motto, wenn mein Partner Pik gehabt hätte, hätte er vielleicht auch Pik als kurze Farbe ausgespielt, um einfach Abwürfe zu ermöglichen. Das war hier die Idee. In dem Moment habe ich mich selbst schon gefragt, war das eine gute Idee, war das eine richtige Idee? Ich hätte ja auch den blanken Karo Buben spielen können oder direkt Herz 7 zurück. Aber tatsächlich schmeißt mein Partner hier ab. Also ich habe getroffen, viermal Pik beim Alleinspieler, also jetzt eine ganze Menge Abwürfe. Und jetzt ist es natürlich so, ich weiß hier nicht, welche Spieler sind am Tisch, denn wenn ich wüsste, wie ich sie einschätzen kann, dann müsste mir hier dieser Stich sehr klar zu signalisieren geben, dass der Alleinspieler neben den vier Pik auch ja noch mindestens vier Kreuz haben muss. Und dann können wir ihn wohl eher nicht auf Herz schlagen, beziehungsweise dann ist hier die Frage, warum wirft mein Partner denn jetzt nicht Herz ab? Ich habe da jetzt vielleicht noch nicht weit genug gedacht, und jetzt ziehe ich Pik weiter nach dem Motto, wann schmeißt er denn endlich Herz ab? Er tut es aber nicht. Stattdessen schmeißt er Kreuz 9 und 10 ab, und das ist natürlich für unser Gegenspiel jetzt nicht optimal, denn wenn Kreuz Lusche einmal von meinem Partner ausgespielt worden wäre, dann hätten wir den Spieler hier auf dem Kreuz Buben natürlich erwischt, und da habe ich wirklich auch zu spät diese Konsequenz gezogen, das Blatt komplett durchanalysiert. Mein Partner hat hier nicht kurz Herz ausgespielt, sondern er hat lang ausgespielt, beim Null, logisch ungewöhnlich. Warum hat er das gemacht? Weil er eben viermal Herz hat und dem Alleinspieler gegebenenfalls auf einem Ass zu viert erwischen wollte. Ja, gute Idee, wenn der Partner das merkt und mitbekommt. Und ich habe es nicht gemerkt, ich habe es nicht mitbekommen. Ich dachte schon, was spielt er denn, warum wirft er nicht Herz ab? Ja, das ist eben so ein Missverständnis. Wie gesagt, im Nachhinein würde ich sagen, nach Kreuz 10 Abwurf auf Pik Ass hätte mir klar sein müssen, dass ich jetzt Karo rüberspielen muss. Das wäre dann der einzige Weg gewesen. Damit ist Spieler 1 ganz, ganz knapp an mir dran, und zum Glück, wie es dann so ist, kommt jetzt hier nochmal ein Spiel mit zwei oberen Buben und zwei Assen und zwei Zehnern zu mir. Es ist zwar noch kein komplettes Spiel hier in Mittelhand mit den bestellten Zehnern, aber ein sehr guter Ansatz, das will ich nicht verhehlen. So ein Spiel will man natürlich haben, wenn man auf 450 steht in so einem Turnier. Da werde ich doch auf jeden Fall irgendwie einen Grang hoffentlich draus basteln können. Vorhand hat 18 noch gehalten. Gut, der muss ja auch noch ein bisschen was tun. Das muss noch nicht alles heißen. Hinterhand passt, und jetzt finde ich ziemlich gut Herz 10 Lusche. Damit habe ich die Flöte in Herz, Pik Ass dabei und werde jetzt auf jeden Fall den Grang machen. Frage nur, 20 drücken oder eine 10 besetzt halten. Nochmal kurz nachgedacht, Spieler 1 in Vorhand hat 18 gehalten, also wenn es ein Indiz ist, dann vielleicht am ehesten, dass er Karo machen wollte. Entsprechend Karo Ass habe ich vermutet, dass es vielleicht kommt, habe also deswegen die Karo 10 gehalten, und jetzt kommt der Karo König, und da gehe ich jetzt natürlich rauf. Der König ist ja immer sehr verdächtig, beim Grang selten, dass blank ausgespielt wurde, also das riecht doch danach, dass das unter dem Ass war, und so ist es auch, da fange ich die Karo Dame, und damit ist das Spiel natürlich gewonnen, auch gegen die Buben in einer Hand, damit ist das Spiel sogar Schneider mit großer Sicherheit, aber auch nicht mehr, denn das Karo Ass wird Spieler 1 jetzt natürlich halten, also ein Stich am Ende für die Gegenpartei, und insofern ein erfreulich leichter, ungefährdeter Sieg für mich, nochmal ein 96er, ja, das hat sich doch gut angemacht, da konnte sich die Meerjungfrau hier wieder aus der Affäre rausziehen, muss also nicht ins Portemonnaie greifen, und das ist doch für so ein
Dienstagabend schon mal eine ganz erfreuliche Nachricht. So, bringen wir es hinter uns. Klar, Karo Ass ist hier noch bei Spieler 1. Und da haben wir jetzt den amtlichen Endstand. 431, auch kein schlechtes Ergebnis, bei mir aber 593, das reicht zum Tischsieg und Spieler 3 hat sich gleich in den ersten beiden Spielen ausnocken lassen und kam dann auch nicht mehr auf die Beine. Zum Abschluss noch ein schneller Ergebnisdienst, das habt ihr euch gewünscht, könnt ihr übrigens auf der Skatinsel, auch wenn ihr euch da nicht registriert, nachsehen. Die Turnierergebnisse sind hier kein Geheimnis. Also einfach auf Turnierergebnisse. Rocket Schlag Ariel 19:05. Wohin haben mich meine knapp 600 Punkte gebracht? Auf den zweiten Platz von 18. Nur Kneti war noch besser, noch 100 Punkte mehr. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und damit sage ich Tschüss, bis bald.